In dieser Lektion geht es um die historischen Anfänge der digitalen Geisteswissenschaften. Die Ursprünge der digitalen Geisteswissenschaften und insbesondere der Computerlinguistik gehen bis in die 1940er Jahre und da auf Pater Roberto Busa zurück. Busa war ein italienischer Jesuitengelehrter aus Vicenza. Er schrieb 1946 seine Dissertation über die in lateinischer Sprache verfassten Lehren des berühmten Philosophen und Theologen Thomas von Aquin. Dabei begann er, von Hand einen Index der Werke von Aquin zusammenzustellen, das heißt eine alphabetische Liste von Wörtern, die in den Werken vorkommen. Sein Ziel war es, eine vollständige lexikografische Ressource, eine einfache Art von Wörterbuch sozusagen, zu den Arbeiten Aquins zu schaffen. Aufgrund des Umfangs des Werks von Aquin, das ca. 9 Millionen Wörter umfasst, wurde Busa jedoch bald klar, dass er es niemals schaffen würde, den gesamten Index manuell zu erstellen. Daher begann er, nach alternativen Lösungen zu suchen. Busa suchte den Kontakt zu IBM-Gründer Thomas Watson und traf diesen 1949 in New York, um Möglichkeiten zu erörtern, die gesammelten Werke von Thomas von Aquin mit Hilfe automatisierter Methoden zu indexieren, also eine Liste der enthaltenen Wörter zu erstellen. Busa konnte Watson überzeugen, ihm IBM-Lochkartenmaschinen zur Verfügung zu stellen, um das Projekt abzuschließen. Busa nannte die Lochkartenmaschinen später scherzhaft International Busa Machines anstelle von International Business Machines. Dieses Projekt war der Beginn einer langen Zusammenarbeit zwischen dem Jesuiten und dem amerikanischen Computerunternehmen. Zur damaligen Zeit waren Lochkarten das einzige verfügbare Datenspeichermedium. Eine typische Lochkarte enthielt 80 Spalten und 10 bis 12 Zeilen. IBM-Lochkartenmaschinen wurden so verwendet, dass eine Arbeitskraft rechteckige Löcher in bestimmte Zellen des Kartenrasters stanzte, um Daten zu erfassen und zu speichern. Busa und sein Team verwendeten IBM-Lochkarten sowohl um die philologischen als auch um die linguistischen Informationen eines bestimmten Wortes zu erfassen, zum Beispiel die Position des Wortes im Text oder sein Lemma, das heißt also seine Grundform. Busa schätzte, dass er 12 Millionen Lochkarten drucken würde müssen, um das gesamte Werk von Aquin erfassen zu können. Diese Menge hätte einen Aktenschrank von 90 Meter Länge, 1,20 Meter Höhe und 1 Meter Tiefe füllen können und dürfte ein Gesamtgewicht von sage und schreibe 500 Tonnen erreicht haben. Nachdem die Hälfte der benötigten Lochkarten erstellt waren, also ca. 6 Millionen Karten, stellte Busa nach erfolgreichen Experimenten mit den neu eingeführten Magnetbändern die Aufzeichnung von Lochkarten auf Magnetbänder um. Insgesamt kamen bis Projektende 1500 Kilometer Magnetband zum Einsatz. Das entspricht mehr als der maximalen Nord-Süd-Ausdehnung von ganz Italien. 1956 gründete Busa das erste Zentrum für digitale Geisteswissenschaften, das unter dem Namen Center for the Automation of Literary Analysis bekannt ist und so viel heißt wie Zentrum für die Automatisierung von literarischen Analysen. In dem neu gegründeten Zentrum arbeiteten teilweise bis zu 70 Arbeitskräfte parallel an verschiedenen Projekten mit der Methode der Lochkartendatenverarbeitung. Die meisten von ihnen waren Frauen. Zu den Projekten gehörte auch Busas lemmatisierter Index der Werke von Aquin. Dieser wurde unter dem Namen Index Domesticus bekannt. Das Projekt Index Domesticus lief über 34 Jahre. Es umfasste insgesamt 10.631.980 Wörter aus 56 gedruckten Bänden mit einem Umfang von 70.000 Seiten. Der erste Band wurde 1974 veröffentlicht und die Veröffentlichung wurde 1980 abgeschlossen. Für die Fertigstellung des Projekts wurden schätzungsweise 10.000 Stunden Computerarbeit und 1 Million Stunden manueller Arbeit benötigt.
Das entspricht mehr als 100 Jahren durchgehender Arbeit am Tag und in der Nacht. Der Index wurde 1992 auf CD-ROM veröffentlicht und 2005 auch auf einer Webseite publiziert. Der Index Domesticus ist als das zweitgrößte gedruckte Werk des vergangenen Jahrhunderts bekannt.